Hallo, ich bin Carsten in Haltern. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, nun nochmal. Ja, ich bin unterwegs zu meinem Waldstudio, weil heute steht die Verlosung zu meinem Giveaway an. Ich denke mal, ich werde den Zeitstempel gleich einblenden, wo dann die Verlosung losgeht. Aber ich habe auch eine neue Kamera, mit der ich gerade filme, und die wollte ich heute auch ein bisschen testen. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich die Verlosung auf einer kleinen Testtour. Hier in der Gegend war ich schon viel unterwegs. Also es gibt hier nicht viel Neues zu sehen. Allerdings war ich auch schon länger nicht mehr hier. Und schon interessant, wie sehr sich so der Wald seitdem verändert hat. Naja, ich mache mich mal auf den Weg zu meinem Waldstudio und gucken wir mal, was wir unterwegs zu sehen kriegen. Ganz schön matschig hier der Weg. Na, am Rand geht's noch. Irgendwie sieht das Wetter gar nicht so schlecht aus. Wobei ja viel Schnee und Regen angesagt war eigentlich. So, da bin ich schon. Ja. Bisschen nass, aber ich habe ein Sitzkissen. So, jetzt habe ich mir Daunenjacke angezogen. Ist knapp unter 0 Grad. Jetzt mache ich eben einen Kaffee. So viel Zeit muss sein. Und dann mache ich die Verlosung.
fertig. Heiß. Ja. Dann können wir ja jetzt zur Verlosung schreiben. Also ich habe hier in diesem Dryback die Lose von dem Giveaway. Vier Lose, weil vier Teilnehmer. Ja, ich hatte ja eh nicht damit gerechnet, dass viele teilnehmen werden. Aus verschiedenen Gründen habe ich da nicht mit gerechnet, weil es gibt genug Leute, die mögen die Trekkingplätze überhaupt nicht. Und wollten schon deswegen nicht dran teilnehmen. Und gibt es auch noch genug Leute, die schauen meine Videos, die haben schon so viele Nächte draußen geschlafen und die sagen sich, nö, alles gut. Ja, wie gesagt, ich habe die vier Lose hier im Dryback drin und ich mache es jetzt kurz und schmerzlos. Ich habe ein Los, fühlen sich alle gleich an. Gewonnen hat Hannover Outdoor. Ja, Caro, dann schreib mich mal an. Ich sag dir, wo wir uns treffen oder wann wir uns wo treffen, weil der Platz ist ja schon fertig gebucht. Ist nicht der schönste Platz, weil das war der einzige Platz, der noch zu kriegen war. Ich denke mal, also zu dem Zeitpunkt waren schon fast alle Wochenenden weg. Ich denke mal, jetzt wird schon gar nichts mehr gehen. So, der Platz ist sauber. Dann werde ich mich mal auf den Weg zurück machen, beziehungsweise zurück zum Auto. Ja. Jo, da liegt mal wieder ein Baum im Weg. Aber der scheint da auch schon länger zu liegen, weil hier gibt es schon wieder einen wilden Trampelpfad dran vorbei. Aber ja, der liegt da, ach so. Meine Güte, der ist genau in den Weg reingefallen, in die Kurve hier. Ja, liebe Caro, also du hast den Overnighter mit mir auf dem Trekkingplatz gewonnen. Schreib mir mal bitte am besten per E-Mail an meine E-Mail-Adresse walking.eddy@firemail.de deine Kontaktdaten und dann sage ich dir, wann wir uns wo treffen. Ich bin ja mal gespannt, was du zu den Trekkingplätzen sagst. Ja, ich bin jetzt hier weiter unterwegs. Ich habe ja erzählt, neue Kamera dabei. Wieso, weshalb neue Kamera? Also, ich habe mich von meiner großen Lumix, von der FZ2000, jetzt auch getrennt. Das heißt, die Lumix-Ära ist für mich jetzt auch vorbei.
aber gar nicht, weil ich mit Lumix nicht zufrieden war oder bin. Nö, da war ich eigentlich die ganze Zeit immer mit zufrieden. Aber jetzt die TZ101, da hat halt der spinnt halt im Moment der Autofokus, der spielt da nicht mehr ganz so mit. Und das ist natürlich gerade bei Selfie-Aufnahmen blöde, wenn du nicht sehen kannst, ist die Aufnahme jetzt scharf oder nicht, weil die hat ja nun mal kein Klappdisplay oder sonst was. Daraufhin habe ich mir ja dann die Insta360R angeschafft, die 1 Zoll Edition, mit der ich jetzt gerade wieder filme. Mit der bin ich eigentlich auch super zufrieden. Allerdings fehlt mir da die Möglichkeit, wenn ich will, ein bisschen was manuell zu machen, beziehungsweise ein bisschen was zu zoomen. Ja, okay, bei den 5,3K Aufnahmen hat man immer noch die Möglichkeit, bis 4K rein zu croppen. Von daher, also den Digitalzoom zu nutzen. Ja, was habe ich mir jetzt also gegönnt? Da ist sie, die Sony ZV1. Warum jetzt die und nicht die, wie heißt der, ZV10E oder so? Zum einen wollte ich es so klein und leicht wie möglich. Zum anderen wollte ich definitiv kein Wechselobjektiv, weil ich für Radtouren das so kompakt wie möglich und auch so kompakt wie möglich haben will und auch der Meinung bin, dass Wechselobjektive an sich da ein bisschen empfindlicher sind. Deshalb, ja, und dazu kam, ich für den Preis, den ich für meine alte Lumix gekriegt habe, habe ich genau die hier gekriegt, ohne dass ich da großartig was draufzahlen musste. Und ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich habe zu Hause ein bisschen in der Wohnung mit rumprobiert, aber das ist ja quasi gar nichts. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die sich, wie man so schön sagt, im Feld schlägt. Okay, hier mehr im Wald. So, jetzt werde ich dann gleich mal die Richtung wechseln. Ja, ich bin am Überlegen. Das Wetter sieht so gut aus. Vielleicht gehe ich sogar gleich noch auf den Feuerwachturm. Also ich habe mir keine besondere Tour irgendwie rausgesucht. Ich habe einfach nur gesagt, gehe ein bisschen spazieren. Ja, ich habe einen Rucksack dabei, weil ich auch noch für die Verlosung einen Kaffee trinken wollte. Oder finde ich irgendwie gemütlicher. Weil sonst hätte ich vielleicht nur einen Schluck Wasser mitgenommen, aber so. Nun gut. Ach, wie schön. Das freut mich aber. Gerade noch dran gedacht, hier war ja früher auch immer Tisch und Bank, aber als ich letztes Mal hier war, war die noch komplett kaputt und verwittert. Jetzt haben sie es neu gemacht. Finde ich schön. Sowas freut mich. Ja, das hier ist dann jetzt, glaube ich, wieder der Napoleonsweg. Aber ich gehe erst noch ein Stückchen weiter geradeaus, weil ich sonst viel zu schnell wieder am Auto bin.
Der Himmel zieht sich zwar wieder zu, aber trotzdem ist es immer noch schön genug zum Wandern. Ja, hinter mir ist der Feuerwachturm, aber es hat sich jetzt so zugezogen, da gehe ich jetzt nicht mehr hoch. Ja, der Akku von der Sony ist alle. Ja, der war auch nicht ganz voll, als ich losgegangen bin. Und die Ersatzakkus, die habe ich zu Hause liegen lassen. Na egal. Jetzt ist es aber auch nicht mehr allzu weit bis zum Auto. Da wurde ich gerade angesprochen, ob ich denn wohl der Förster wäre. Sag ich, nee, wie kommst du denn darauf? Du siehst so aus. Bin mal gespannt, wo ich hier gleich rauskomme. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte einen bestimmten Weg genommen, aber der geht eigentlich geradeaus. Ich wüsste jetzt nicht, dass der eine Kurve macht. Aber egal. Also notfalls hätte ich ein Navi dabei. Also habe ich zwar gerade nicht an, aber ich habe jetzt keine große Angst, mich so komplett zu verlaufen hier. Aber die Richtung, die stimmt schon. Weil jetzt kommt die nächste Kurve. Dann geht er wieder in dieselbe Richtung. Also ich denke mal, ich komme schon ungefähr dahin, wo ich hin will. Also der Plan ist, irgendwo bei der Napoleonsbuche wieder rauszukommen. Lassen wir uns mal überraschen. Ah, mein Gott. Matsche, Matsche, Matsche. Ja, so schön, wie es vorhin war. Aber irgendwie wird es immer dunkler. Mal nicht bei der Gesangsverein. Hat sich jetzt doch richtig schön zugezogen. In Schotten hat schon geschneit, habe ich gesehen. Ja, bei uns im Ruhrgebiet. Ich glaube, wir sind immer so ziemlich die Letzten, die was abkriegen. Ich denke mal, hat vielleicht auch mit der ganzen Industrie zu tun, was wir hier an Abwärme in die Luft blasen. Aber ob das so wirklich so ist, weiß ich nicht. Ist nur eine Vermutung von mir. So. Aber es ist ein schöner Weg hier. Ja, musste ich dann doch mal auf die Karte gucken. Also es war nicht der Weg, den ich eigentlich gehen wollte. Ist auch nicht weiter schlimm. Aber ich wäre tatsächlich in die falsche Richtung weitergestiefelt. Also ich hätte doch noch ein bisschen weiter in die Richtung laufen müssen, bevor ich abbiege, aber mein Gott. Aber jetzt weiß ich ja, wie ich laufen muss. Da vorne muss ich dann jetzt die nächste rechts rein. Und dann bin ich schon wieder am Auto zurück.
Ja, war heute keine allzu lange Tour. Ich habe heute auch nicht allzu viel Zeit. Beziehungsweise will ich auch noch das Video heute schneiden. Ja, deshalb soll es das für heute sein. Also in die 5-6 Kilometer waren es, denke ich mal, bis ich am Auto bin. Wie gesagt, ich habe Navi gar nicht angemacht. Aber ich war froh, heute draußen gewesen zu sein. Vorhin war es ja auch noch wettertechnisch richtig schön. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich freue mich auf Karo. Nächstes Jahr im Mai in der Eifel. Denke mal, da gibt es dann bestimmt auch ein Video von. Ich gehe jetzt zum Auto zurück. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.